Jahrelang herrschte in unserer Welt Frieden. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Rückzug! Spür diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen. Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag. Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen. Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Warum seid ihr hier? Um unser Volk zu retten. Können wir ihm trauen? Das sind Bestien. Die gehören allesamt vernichtet. Bist du dir ganz sicher? Wir beschützen das Königreich. Du und ich. Du stellst dich auf die Seite der Menschen. Gegen dein eigenes Blut. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Wahl. Wir greifen an mit voller Stärke. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt! Vor 5 Jahren dachte ich hätte dich für immer verloren. Kein Fluch könnte mich je von dir trennen. Willst du mich heiraten? Ja. Herrin! Es gibt ein paar Neuigkeiten. Nein. Verdirb mir nicht meinen Morgen. Philipp hat um meine Hand angehalten. Nein. Ich habe nicht gefragt. Ich auch nicht. Die Liebe geht nicht immer gut aus, Monsterchen. Vertrau mir, lass uns beweisen, dass du dich irrst. Es ist wirklich bewundernswert, wie ihr dieses Kind gegen eure Natur großgezogen habt. Aber nun wird sie endlich die Liebe einer richtigen Mutter erfahren. Ab heute betrachte ich Aurora als mein Eigen. Es gibt kein Bündnis und es wird keine Hochzeit geben! Was hast du getan? Wir gehen jetzt nach Hause. Aurora! Maleficent ist eine Bedrohung für uns alle. Wir werden alles tun, um dich zu beschützen. Wen haben wir denn da? Man kann nie vorsichtig genug sein. Mutter! So bist du nicht. Dann kennst du mich nicht. Maleficent, Mächte der Finsternis. Was ist passiert? Da war noch eine Kreatur. Jahrelang hast du für einen Menschen gesorgt. Nun ist es an der Zeit, für deinesgleichen zu sorgen. Tag 1, Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen?
Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit, rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hier bleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Thorin, du hast ein Versprechen gegeben. Ihr brachtet ihnen nur Verderben und Tod. Du hast den Berg zurück, ist das nicht genug? Jetzt verteidigen wir ihn. Ich komme, um etwas zurückzufordern, das mir gehört. Dies war der letzte Zug in einem großen Plan. Einem Plan, der vor langer Zeit geschmiedet wurde. Diese Fledermäuse werden zu einem Zweck gezüchtet. Für den Krieg. Überlass Sauron mir. Bilbo hat recht. Du siehst nicht, was aus dir geworden ist. Alles, was ich tat, habe ich für sie getan. Ihr habt es begonnen. Verzeiht mir, wenn ich es beende. Wenn man den Tod vor Augen hat, was kann man dann noch tun? Ich werde mich nicht verstecken. Während andere für uns in die Schlacht ziehen! Es gilt, nur eine Frage zu beantworten. Wie soll dieser Tag enden? Draußen verändert sich was. Ein Sturm zieht auf, Harry. So wie letztes Mal. Harry. Das Ministerium für Zauberei möchte etwas bekannt geben. Dolores Umbridge wird sich als Großinquisitorin mit dem sinkenden Niveau an der Hogwarts-Schule befassen. Es steht um Hogwarts. Noch viel schlimmer als von mir befürchtet. Schluss! Willst du einen? Man hat euch erzählt, dass ein gewisser dunkler Zauberer wieder sein Unwesen treibt. Harry. Das ist eine Lüge. Ich habe ihn gesehen, es ist wahr. Herr Minister, die Anzeichen für die Rückkehr des dunklen Lords sind unbestreitbar. Er ist nicht zurückgekehrt. Dolores Umbridge hat Albus Dumbledore als Direktor von Hogwarts abgelöst. Mann, oh Mann. Der dunkle Lord kommt näher. Er will seine Armee wieder aufstellen. Wenn Voldemort eine Armee aufstellt, dann muss ich eben kämpfen. Jetzt ist dein Augenblick gekommen. Dieses Jahr bilden wir so eine Art Zaubererarmee? Wenn die das können, können wir es auch. Wird sich eine Schreckensherrschaft erheben. Ich werde für Ordnung sorgen. Und eine Rebellion. Da handelt sich das Ministerium in echten Aufstand ein. Wird beginnen. Irgendwie
irgendwie aufregend, nicht? Dass wir die Regeln brechen. Wer bist du und was hast du mit Hermine angestellt? Von Warner Brothers Pictures. Kämpf nicht gegen ihn, du kannst nicht gewinnen. Los, sieh mich an! Du verlierst alles. Ergreif sie! Expelliarmus! Harry Potter und der Orden des Phönix. Die Vampire und Lykaner liegen seit Jahrhunderten im Krieg und verwandelten unsere Welt in ein Schlachtfeld. Für mich ist das ein persönlicher Kampf. Alle, die ich geliebt habe, sind getötet worden. Jetzt müssen wir uns einem neuen Krieg stellen. Celine, die Lykaner haben sich neu organisiert. Sie haben einen neuen Anführer, Marius. Ich bin fertig mit diesem Krieg. Aber er ist noch nicht fertig mit dir. Er will dein Blut und das Blut deiner Tochter. Nicht mal ich weiß, wo sie ist. Ich habe eine Botschaft für euch. Sag euren Marius, ich werde ihn jagen. Verstehst du diese Botschaft? Wir brauchen Celine, um den Krieg zu beenden. Man kann ihr nicht trauen. Sie hat von uns allen das reinste Blut. Sie ist der Schlüssel für die Zukunft der Lykaner und Vampire. Und wenn wir das Blut von Celine und ihrer Tochter haben, werden wir unbesiegbar sein. Ich werde mächtiger sein als jeder Vampir dieses Ordens. Du musst mir helfen, sie zu beschützen. Ihr müsst Richtung Norden, dort findet ihr Antworten. Wenn du diesen Krieg gewinnen willst, musst du weitergehen, als es je ein Krieger deines Ansehens getan hat. Unmöglich. Nichts kann ihn jetzt mehr aufhalten. Es sind zu viele von ihnen. Sehe ich besorgt aus? Alles, was ich will, ist dein Blut. Komm und hol es dir. Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet, das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen. Und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns töten. Und sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben? Stellen Sie sich vor, Tausende Ihrer Leute tot. Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. Hungerspiele! Bist du bereit? Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat? Bleib am Leben.
weiß nicht, wer der wahre Feind ist. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your find. Wie machst du das bloß? Keine Ahnung. Ich bin einfach gerne im Wasser. Das ist ein Ort, an dem ich in Ruhe denken kann. Es gibt 12 olympische Götter. Die großen drei sind die Brüder Zeus, Poseidon und Hades. Die Kinder dieser Götter waren halb Mensch, halb Gott. Hey Mom, ich dachte, in dieser Schule sollte alles besser laufen. Irgendwann ergibt das alles einen Sinn. Percy Jackson, wir müssen uns unterhalten. Dort? Sie haben ihn gefunden. Wer hat mich gefunden? Wir haben dich erwartet. Was ist hier los? Die Götter gibt es wirklich. Du bist halb Mensch, halb Gott. Mein Vater ist Poseidon. Gott des Meeres. Du bist außergewöhnlich. Warum bin ich hier? Zeus Herrscherblitz ist die mächtigste Waffe, die je geschaffen wurde. Er wurde gestohlen. Alle halten dich für den Dieb. Ich habe ihn nicht gestohlen. Verwischen die Grenzen. Wenn er bis zur Sommersonnenwende nicht zurückgebracht wird, gibt es Krieg. Und die Stärksten. Alle Halbgötter haben besondere Fähigkeiten. Müssen sich dem Kampf stellen. Wir finden den Blitz. Ob Himmel oder Erde, er ist nirgends mehr sicher. Nimm das, um dich zu verteidigen. Das ist eine nützliche Waffe. Das ist ein Stift. Benutze ihn nur in Momenten größter Gefahr. Das ist ein Stift. Und drauf! Wow! Die Zeit ist abgelaufen. Du bist kein Sohn von Poseidon. Percy Jackson, Diebe im Olymp. Na komm, riskiere einen Blick.